unseren zweiten Teil unserer Makeover-3. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt und ihr nochmal anschauen wollt, wie das Modellieren funktioniert, dann klickt einfach hier und schaut euch den ersten Teil des Videos an. Und wir sind jetzt hier direkt am Makeover und stellen den für den Druck ein. Und dazu nehmt ihr eure Daten, die wir vorher modelliert haben, macht sie auf den Stick und macht sie hier auf den Computer drauf. Meldet euch mit dem User VR-Demo an und zieht eure Daten in den Ordner Studenten. Und dann wird hier der Ordner Replicator geöffnet und das Skript Replicator.org gestartet. Dann, wenn unser Makeover auch an ist, klicken wir hier oben erstmal auf Connect. Dann richten wir die Platte aus. Dazu gehen wir hier auf den JOC-Mode. Und können jetzt hier, wie es uns hier auch angezeigt wird, die Platte bewegen. Am besten stellt man das hier auf Long am Anfang, dass man die Platte besser bewegen kann. Und den Druckkoffer genauso. Das dauert dementsprechend lang, wenn er weit entfernt ist. Unser Ziel ist es, den Druckkopf in die Mitte der Platte zu bringen. Als nächstes ist das Ziel, den Druckkopf so knapp über die Platte zu platzieren, dass wir ein Blatt Papier noch drunter durchkriegen und es fast widerstandsfrei drunter bewegen können. Wenn der Widerstand zu groß ist, werden unsere Objekte nachher nicht so, wie sie sein sollen. Und wenn der Abstand zu groß ist, dann kriegen wir nachher Risse oder Löcher in unserem Objekt. Aber jetzt spüren wir hier einen ganz leichten Widerstand, das ist genau perfekt so. Dann richten wir die Platte aus. Falls wir das schon getan haben, können wir direkt über Files, Scripts, Calibration, Thing-O-Matic, Calibration, G-Code den G-Code laden und den direkt builden und machen hier auf Ja. Und dann fährt der Makerbot an seine Startposition. Fährt ganz nach oben und ganz nach hinten. Klicken wir auch wieder auf OK. Und OK. Und jetzt können wir File, Open, unseren Pokal raussuchen, den wir modelliert haben. Na. Desktop Studenten. Und dann haben wir hier März-Pokal. Und hier unsere STL-Datei. Und klicken hier auf OK. Öffnen die und bekommen dann hier eine Vorschau. Wichtig hierbei ist jetzt einmal unter Move auf Center und Put to Platform zu klicken, um das Objekt in die Mitte und auf jeden Fall auf die Fläche zu bringen. Und hier über Scale können wir jetzt zum Beispiel, wenn unser Objekt etwas zu klein geraten ist, über Scale 1,2 eingeben und dann skalieren, dann wird unser Objekt um so viel größer. Und wenn uns das jetzt hier passt, dann können wir hier oben auf Model G-Code gehen und können uns den G-Code generieren lassen. Einfach auch wieder auf Ja. Dann wichtig ist, Python 2 auszuwählen, OK, und hier Generate G-Code und dann wird unser G-Code generiert. Und das kann ein paar Minuten dauern, je nach Größe des Objekts. Aber das sollte in etwa 5 bis 10 Minuten passiert sein. Wenn der G-Code fertig generiert ist, dann gehen wir hier wieder auf Open und können dann hier unseren März-Pokal G-Code öffnen. Okay. Und ja, den können wir dann auch gleich bilden. Und dann wird der Makerbot heizt dann sein Druckkopf auf und die Platte. Wir können hier, um das zu überwachen, uns auch hier im Monitor-Mode das Ganze anschauen. Dann sehen wir hier die momentane Gradzahl vom Toolkopf und von der Platte und wie viel sie haben müssen. Und in der Zeit müssen wir jetzt leider auch wieder kurz warten, bis alles aufgeheizt ist. Und sobald beide Objekte die richtige Temperatur haben, fängt der Makerbot auch schon an zu drucken.
In unserer Replicator-Übersicht sehen wir die verstrichene Zeit und die Zeit, die noch benötigt wird, um das Objekt fertigzustellen. Ebenfalls eine Prozentanzeige zeigt uns an, wie lange wir noch in etwa zu warten haben. So, das dauert jetzt noch eine ganze Weile, bis unser Objekt richtig gedruckt ist. Aber so lange müssen wir halt warten. Okay, das ist jetzt leider unser ernüchterndes Ergebnis. Wie so oft hat sich leider das Objekt von der Platte gelöst. Wir sind noch fieberhaft an der Suche nach einer Lösung, aber bisher haben wir leider noch keine. Aber vielleicht hat sich ja schon mal was getan oder ihr habt eine wunderbare Idee, wie wir das ändern könnten. Okay, das war's zum MakerBot. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es mit dem MakerBot funktioniert und ihr könnt dann tolle Sachen hier drucken. Okay, bis dann.